Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem etwas anderen Video. Ich spiele hier gerade so auf einem kleinen Epic Games Server, ne? Ich kann den Link davon mal in die Videobeschreibung packen, wenn da mal ein Interesse hat. Es ist ganz lustig hier, aber naja. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich noch mal erkläre, was bei mir momentan los ist, warum es in letzter Zeit kaum Videos gab. Bei mir ist momentan ein ziemlich großer Umbruch. Und zwar, viele von euch wissen ja, dass ich noch auf Ausbildungssuche bin, beziehungsweise halt auch mit dem Arbeitsamt dann momentan am Schauen bin, was ich, wundervoller Ghostblock, dass ich da was ans Laufen kriege. So, und ich hatte halt wirklich in letzter Zeit, wirklich nach dem letzten Jahr, wo ich wirklich um die 200 Bewerbungen geschrieben hatte, hatte ich halt wirklich nur Absagen bekommen. Ich hatte zwar Bewerbungsgespräche gehabt und so weiter, aber auch wirklich dann gab es da nur Absagen, wo ich dann wirklich in so ein emotionales Loch gefallen bin, bin ich ehrlich. Also ich war wirklich nervlich kaputt. Dazu kam dann noch, dass von der Stadt, also von unserer Stadt hier, wo ich wohne, wurde dann mal schnell die Therapie gestrichen, die ich habe. Moment. Was mich da auch nochmal so ein bisschen noch ein bisschen belastet hatte. Ein bisschen ist gut. Halt sehr, sehr hart. Ja, ich mach mal ganz kurz hier den Chat aus, das lenkt mich jetzt gerade nur ab. So. Es hatte mich auf jeden Fall ziemlich stark belastet, dass meine Therapie gekündigt wurde, also die Stunden nicht mehr weitergeführt werden, wo ich erstmal wirklich frustriert, wütend, traurig, ich weiß nicht, wie ich es noch besser beschreiben sollte, ich war einfach wirklich kaputt. Du kannst es nicht anders sagen. Ich war nervlich kaputt. Dazu kam dann noch wundervoll, du hast keine Therapie mehr, du hast kaum Zeit zu, also du hast wirklich sehr viel Zeit zu Hause, weil du kannst nichts zu Hause wirklich machen, du hast keine Arbeit und so weiter. Was machst du jetzt in dem langen Tag? So, dann kam erstmal die Zeit, wo ich meinen ersten Nebenjob bekommen habe. Da habe ich erstmal bei uns im lokalen Edeka gearbeitet beim Regal auffüllen. War erstmal froh, dass ich was bekommen habe, aber ich wollte da einfach nur noch so schnell wie möglich kündigen, weil das war wirklich in meinen Augen Ausbeuterei. Ich bin da hingegangen, bin zwar halt 2 Meter groß, das wissen ja viele. Das Schöne war dann noch, der ist 2 Meter groß. Was machen wir mit dem? Oh, ich hab die Idee. Lass den Blödmann doch einfach mal schön erstmal die Weste große M tragen. Der darf dann schön die ganze Zeit Regale einräumen. Halt, das ist ja kein Thema. Da habe ich mir gesagt, ja komm, mache ich auch. Dafür habe ich mich beworben. So, 2x die Woche, 8 Stunden. Okay, erstmal kein Thema. Was mich aber dann erstmal so genervt hatte, von diesen 8 Stunden hatte ich genau 0 Pause. Ich hatte wirklich 8 Stunden Dauerarbeiten, musste dann 2 Stunden sind wir schnell, 2 Stunden lang da alles einräumen und dann direkt danach durfte ich, wie sage ich das am freundlichsten, ja, da durfte ich einfach nur noch dann wundervoll schön die restlichen 6 Stunden durch alle Regale gehen und immer wieder blöd die Waren vorziehen. Ist ja okay. Es ist zwar eine scheißnervige Arbeit, aber naja. Halt das ohne die Pause, bin ich ehrlich, das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich das richtig im Kopf habe, musst du in Deutschland sogar eine Pause irgendwann bekommen.
Ich meine, ab 6 Stunden hast du sogar ein Anrecht auf eine halbe Stunde Pause. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau auswendig, aber dürfte sowas um den Dreh sein. Ich bin halt die erste Zeit da nach Hause gekommen. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich mit dem Hund noch rausgehe, und ich bin anscheinend wirklich nur noch auf die Couch gefallen und sofort eingepennt, weil ich einfach nur noch so K.O. war. Das hat mich dann mal weiter nervlich belastet, einfach wieder dieser ganze Gedanke dahingehen. Klar, du hast noch ein paar Mitarbeiter, mit denen ich, ein paar so Kollegen, mit denen ich sprechen konnte. Ja, konnte ich sprechen. Einen Tag lang. Wisst ihr, was danach kam? Richtig. Während der Arbeitszeit keine Gespräche mit Mitarbeitern. Überhaupt keine. Wo ich mir nur so denke, klar, die wollen, dass wir arbeiten, aber so ein bisschen miteinander plaudern darf man ja wohl. Ja. Da saß ich mal schön mit einer Kollegin von mir. Bin ich ehrlich, mit der habe ich mich super verstanden. Ich höre so mit der am Plaudern und auf einmal kommen die dann um die Ecke. Könnt ihr aufhören zu reden, ihr seid am Arbeiten. Hallo? Ich kann es verstehen, wenn die nicht wollen, dass ich jetzt einfach so meine Sachen niederlege und einfach zu den anderen gehe. Ja, was passt heute Abend noch so, bla bla bla. Das kann ich ja verstehen. Da habe ich vollstes Verständnis für. Was ich nicht verstehen kann, ist einfach, dass man so extrem versucht, seine Mitarbeiter ruhig zu halten. Das war einfach nur noch traurig. Dann kam noch der Fall Arbeitskleidung. Also, ich bin ja 2 Meter groß, ne? 2 Meter 3. Und daran, was ich für eine Kleidungsgröße habe. Also, ich kann es euch jetzt mal gerade sagen, ich habe so Westen, Jackengröße, Mantel, was weiß ich, XXL. Halt anders ist schon Katastrophe. Ja, und dann kamen die an mit einer Weste Größe M. Ungelogen. Dann wundervoll kam nochmal eine Zeit, wo ich krankgeschrieben wurde. Da hatte mich die Grippe erwischt. So, kann ja passieren, ne? Ja, schön mit Grippe krankgeschrieben zu Hause. Was passiert? Wenn du nicht auf der Arbeit auftauchst, kannst du gleich mit der Kündigung rechnen. Und da ist bei mir echt schon so eine Sicherung durchgebrannt. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass man im Lebensmittelbereich einfach dann wirklich seine Mitarbeiter so dazu zwingt, einfach wirklich zur Arbeit zu kommen. Hallo mit der Grippe, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wer von euch hätte denn gerne einfach einen Jungen, der auf der Arbeit schön mit Grippe hockt und, naja, alles, was also geht, alles so mal schön antatschen. Da hat doch jeder Bock drauf, oder? So. Da habe ich dann einfach nur noch gesagt, nein, es reicht mir. Es reicht mir wirklich. Ich möchte schauen, dass ich da wegkomme. Ja, was war das nächste Thema? Ich dann erstmal am Schauen, wie komme ich weiter? Vielleicht halt am Auskurieren und so weiter, kam noch nicht so richtig auf die Beine, hat halt wirklich mit dem Gedanken, du musst da schon wieder hin. Ja, habe ich auf einmal von einem alten Kollegen aus dem Roten Kreuz, war ja mal vor einer längeren Zeit da drin. Kommt er an, ja, du suchst doch einen Nebenjob, ne? Ja. Ja, ist denn das noch aktuell? Und ich so, hat mir sofort gesagt, ja, bitte hol mich da weg. Ja. Jetzt habe ich dadurch da den Nebenjob bekommen, wo ich momentan bin. Ich bin schon beim Poco, aber am Arbeiten bei uns in der Stadt. Ich glaube, das tut mir da ganz gut. Das ist ein richtig angenehmes Klima da. So, das habe ich jetzt mal geschafft. Jetzt aber das, was mich momentan ein bisschen mehr belastet. Ausbildungsmäßig hatte ich zwar jetzt diesen Dienstag ein Bewerbungsgespräch gehabt, also den. Das müsste der 21. oder 22. gewesen sein. Ich glaube, der 22. war es. So. Letzte Woche Donnerstag war ich beim Arbeitsamt und. Nee, ich muss anders anfangen. Ich war vor ungefähr da zu dem Zeitraum, wo ich noch beim Edeka war, wo ich noch so mit Grippe zu Hause rumsaß. Hatte ich noch einen Test vom Arbeitsamt gemacht, halt so ein psychologischer Betreuungstest oder was das war, Berufseignungstest, glaube ich.
halt um zu schauen, wie, ob eine Ausbildung überhaupt aus deren Augen schaffbar wäre. So. Ich natürlich erstmal, bist du aus der Schule gegangen mit, nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur mit Fachabitur. Wurde es aber von seitens der Schule rausgeworfen, weil du offiziell zu blöd warst fürs Abitur. Das hat mich schon mal nervlich angekratzt. Das saß mir innen drin. Ja, mach den Test und dreimal auf der Rat, was rausgekommen ist. Richtig. Von Seiten des Arbeitsamts könnte man nicht verstehen, warum ich die Schule vorzeitig beenden musste. Es kam heraus, dass ich teilweise die Gedankengänge eines Hochbegabten hätte. Mein IQ ist schon im hochbegabten Bereich, aber vom Leistungsstand teilweise meinten sie, wäre ich unterfordert. Da war ich ganz ehrlich erstmal erschrocken. Ich war echt einfach nur noch erschrocken, dass so eine Schule wirklich, ich sag mal, Potenzial vernichtet. Ich stand da kurz davor, einfach an der Schule vorbeizugehen und ihm einfach diesen Wisch vorzuzeigen und die zu verklagen. Aber ja, das bringe ich einfach nicht übers Herz, auch wenn es so eine Scheißschule ist, eine Schule zu verklagen. Das schaffe ich nicht. So. Dann. Nächstes Thema. Okay, jetzt hast du den Beweis, du hast was drauf und so weiter, aber was bringt dir das jetzt? Ja, dann kam jetzt deswegen die Sache am, sag mal schnell, am Donnerstag, wo ich mal im Arbeitsamt war. Es sieht danach aus, wenn ich jetzt keine Ausbildung kriege bis zum Sommer, wird Plan B genommen. Plan B lautet Berufsbildungswerk. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Autismus habe in ein paar Folgen. Ich bin ein Asperger-Autist. Alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können oder nur, ich sag jetzt mal, die Autisten nur als hier Raymond kennen. Nein, ganz falsch. Bei mir ist es einfach der Fall, ich habe Probleme mit meiner Mimik, wenn ich. Bei mir war es einfach damals so der Fall, ich saß beim Fotografen für, zum Beispiel für die Kommunion damals. Ja, meine Großeltern und meine Eltern wollten damals noch, dass ich zur Kommunion gehe, war halt noch so gebräuchlich bei mir. Ich war auf einer katholischen Schule, weil ich sag mal, meinen Glauben abgelegt habe. Ja, saß dann schon mein Fotografen, mein Vater und das Erste, was ich höre, jetzt lächelt er mal. Und ich denke mir nur so, hä, ich bin noch am Lächeln. Lächeln, das war ein Krampf immer. Auch in der Schule, immer Schulfotos. Meine Eltern haben sich immer gedacht, warum lächelt der Junge nicht? Die hätten echt gedacht, ich wäre depressiv. Dabei war ich eigentlich ein komplett glücklicher Junge. Ja, dann teilweise der Fall, habt ihr ja auch schon mal in den Videos mal so mitbekommen, dass ich gern mal zu schnell rede, zu undeutlich. Das ist teilweise auch bei mir so ein Fall. Und auch gerne mal, das weiß ich gar nicht, ob das so über die Videos mal rüberkommt. Dass ich mal so ein, ja, was heißt ein Querdenker, so um die Ecke denke. Ganz gutes Beispiel für die, die es jetzt nicht verstehen. Ich mache momentan ja meinen Führerschein, ne? Wir hatten da letztens den Fall, Autobahn, so dreispurig. Auf der linken Spur ist ein PKW. Ich bin in der mittleren Spur, rechte Spur komplett frei. Und dann die Frage, darf ich den PKW da rechts überholen? Und ich denke mir nur erstmal nur so, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Kommt meine Mutter vorbei, sieht nur, dass ich so extrem am Grübeln war. Was hast du denn? Ja, es geht hier um die Frage. Dann guckt die mich an. Die hat gesagt, ich wäre komplett blöd. Was wäre mit, wieso, was es daran nicht zu verstehen gibt? Ja, wisst ihr, was ich verstanden habe? Ich habe verstanden, den PKW auf der rechten Seite überholen, nicht rechts. Den PKW rechts überholen. Ich habe das einfach in dem Sinne zu wortwörtlich genommen, aber das war für mich einfach so die logische Verständnisweise. Ja, das so eine ganz kurze Erklärung zu meinem Autismus. Das wollte ich irgendwann auch eh mal so raushauen, aber naja, ist jetzt egal, ob ich es jetzt mache oder später. Auf jeden Fall. Dann Plan B, Berufsbildungswerk. Müsste ich 3 Jahre lang von zu Hause weg? Klar, ich kann nach Hause, mal nach Hause meine Eltern besuchen, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist das
Ein komischer Gedanke. Klar, irgendwann muss ich mal ausziehen oder ja, was heißt, muss ich? Ich kann auch die Ewigkeit mit Mama und Papa bleiben, aber ich schon irgendwann vor, mal auszuziehen, aber das Problem ist einfach, noch nicht jetzt. Ich fühle mich dafür echt noch nicht bereit. Ich meine, klar, ich weiß, was so ein Berufsbildungswerk ist. Das ist einfach eine Stätte, man kann sagen, ein Internat. Das, was ich da in der Ausbildung lernen würde, mache ich halt da. Ich arbeite dann halt da, gehe auch da in eine Berufsschule von denen aus. Beziehungsweise das ist dann halt da bei denen vor Ort. Kann dann da erstmal wohnen, kriege Essen, kriege halt auch ein kleines Taschengeld, halt nicht so viel wie in der Ausbildung, halt weil die auch so gesehen dann da umsonst wohnen. Also ich arbeite da, um zu wohnen und damit mir geholfen wird. Das Ganze ist noch betreut. Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei dem, wo ich jetzt wahrscheinlich hingehen werde, alle 2 Wochen mal nach Hause fahren auf deren Kosten. Halt für übers Wochenende. Das ist dann erstmal so ein Fall. Es ist für mich einfach momentan so ein Ultimatum. Kann ich nicht anders sagen. So, like, that's the final countdown. Weil ich möchte es eigentlich nicht. Aber ich bin da einfach da so zwiegespalten. Einerseits möchte ich endlich eine Ausbildung haben. Weil wenn ich die Ausbildung habe, das ist mir scheißegal, ob ich übernommen werde oder nicht. Weil ich habe von Seiten meiner Therapie, habe ich das geschafft. Ich habe da schon so gesehen eine Arbeitsstelle sicher bei der Firma Oticon in Düsseldorf. In Düsseldorf. Kleines Späßchen beiseite mal. Die waren so begeistert von mir. Das ist schon unterschrieben. Wir haben schon einen Vertrag gemacht. Wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe, kann ich jederzeit bei denen anfangen. Den Vertrag habe ich auch bei mir zu Hause. Aber das Problem ist einfach nur diese scheiß Ausbildung. Die fehlt mir halt. Weil das Blöde ist, die dürfen nicht ausbilden. Weil die keinen Ausbildungsleiter haben. So. Und dann kommt halt der Fall, wenn ich jetzt hier nichts finde, dann musst du da hin, weil du hast eindeutig keinen Bock, noch ein Jahr so zu Hause mit rumzusitzen. Ich glaube, ihr versteht jetzt gerade schon mal so ein bisschen, wie ich mich momentan fühle. Ja, dann natürlich, ich hatte halt so ein paar Folgen mal wieder versucht aufzunehmen, aber ich habe die einfach gelöscht. Ich habe jetzt mal Shattered World wieder weitergemacht, aber ich habe die Folgen auch gelöscht. Weil ich einfach wirklich überhaupt nicht mit mir selbst zufrieden war. Also du konntest da richtig raushören aus den Videos, dass ich mich einfach scheiße fühle. Und ich glaube, ihr habt keinen Bock, dass ich mich einfach so wirklich so in deine Sitze. Ja, jetzt machen wir mal das hier. Und wenn ich schon sage, ich bin mit mir selbst nicht zufrieden, ganz ehrlich, dann will das schon was bedeuten. Weil, ja, was, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also, ich glaube, das muss ich noch nicht mal so großartig erklären. Wenn ich mit einem Video, was ich mache, wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann werden ja wohl andere damit auch nicht zufrieden sein. Und dann ist das ja vergeudet, schon hochzuladen. Das schadet mir eher als allem anderen. Heute habe ich jetzt auf jeden Fall wieder mal Infinity aufgenommen und auch hochgeladen. Weil es mir jetzt momentan schon mal ein bisschen besser ging. Weil ich halt so ein bisschen Hoffnung geschöpft habe nach dem Bewerbungsgespräch, was wirklich, wie gesagt, aus meinen Augen verdammt gut gelaufen ist. Das Schöne war nämlich, der Chef da ist Spanier, kommt sogar aus Teneriffa, aus der Gegend, wo ich war, und da haben wir uns natürlich stundenlang unterhalten. Ich meine, klar, ich habe zwar nur 2 Monate gelebt, der hat da 19 Jahre gelebt, aber trotzdem, es war einfach ein sehr schönes Gespräch. Auf jeden Fall, dadurch habe ich schon mal ein bisschen Hoffnung geschöpft und denke mir so, okay.
Dann machst du jetzt trotzdem nochmal Infinity weiter, zwar in abgespeckter Form, aber du machst nochmal was. Weil das möchtest du nicht so enden lassen. Weil bald kommt ja schon die Phase, wo ich anfangen möchte zu streamen, weil ich ja besseres Internet bekomme. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, das war im Mai. Ja, das war schon einmal krass, dass das schon so nah dran ist. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte halt streamen und ich möchte dann auch wirklich meinen Kanal frei von Projekten haben. Das heißt im Klartext, ich werde jetzt schauen, wie lange noch Infinity gehen wird. Wobei ich aber ganz ehrlich glaube, wenn ich so weitermache, ist das schon bald gegessen. Ich muss halt nur noch. Wirklich der einzige Knackpunkt ist halt TerraSeal herstellen. Formium ist, glaube ich, kein großes Problem. Oder Void Ingots. Ja. Und dann halt einfach den Enderdrachen, welchen ein paar Mal offscreen abfarmen müssen. Halt, dass wir genug erwähnten Draconium herstellen können. Draconium haben wir jetzt schon genug, bin ich ehrlich. Da haben wir so viel von. Also es geht wirklich nur noch um die Magie-Mods, das einmal wirklich ordentlich durchknüppeln und tada. Wir haben mit. Ich habe auch jetzt schon in der Folge heute oder in der Folge morgen, ich weiß es nicht, gerade nicht mehr solche aus dem Kopf, habe ich schon gesagt, es wird leider nicht mehr die Möglichkeit dazu geben, die Creative Strongbox herzustellen, weil das Rezept verbuggt ist. Das muss ich halt nur noch aus dem vom Server entfernen. Weil die hier nämlich das Problem, wenn du die craftest, stößt das gerne mal bei den ganzen Rezepten davon ab, wenn du das in den Crafting Table legst. Und ich habe keine Bock, so eine Folge zu machen, wo alle 2 Sekunden das Spiel abstürzt. Und ich glaube, ihr habt auch sowas auch keinen Bock drauf zuzuschauen. Ja, generell, das war so erstmal so ein Einblick momentan, wie es mir geht. Ich hoffe, ihr habt da jetzt für Verständnis, dass ich mal mir eine kleine Auszeit gegönnt habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sehr es sich jetzt noch lohnt, Shattered World weiterzumachen, weil gefühlt. Ich wollte eigentlich echt gerne mal wieder so ein schönes Bakerman-Modpack spielen, einfach mal so ein Schwierigkeitsgrad, aber es war einfach zu einem falschen Zeitpunkt. Da kam so viel dazwischen. Das war einfach wirklich unglücklich. Also Baker, wenn du mal da reinschaust, also gerade hier in das Video, tut mir leid, nichts gegen das Pack ist super. Jetzt muss ich doch mal kurz den Chat anmachen. So. Wie gesagt, das Pack ist super. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe mir ja die Questreihen ja mal alle angeschaut. Im Singleplayer. Also wirklich, du kannst da richtig viel raushauen über das Pack. Also das Pack macht echt Bock. Je nachdem würde ich sogar irgendwann mal privat durchzocken. Aber ich glaube, jetzt auf dem Server wäre es nicht möglich. So. Ich würde sagen, ich habe jetzt euch erstmal genug die Backe voll gelabert. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Ich würde daran denken, dass ich die IP von diesem Server mal hier reinhole. Ihr habt ja, glaube ich, gerade mal so das Prinzip hier hinter gesehen, halt. Meinen Ressourcen dann verkaufen und hochleveln. Mehr ist es nicht. Gut, auf jeden Fall dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Keine Ahnung, was das hier hochlade. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.